Well. Lange ist es her, aber es gibt tatsächlich mal wieder das 20. Bennard-Comeback in diesem Monat. Ja, ich bin schon wieder aus dem Winterschlaf aufgewacht. Ja, spart euch eure Fragen und Kommentare, okay? Vielen Dank. Lass einfach gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden und lass direkt reinstarten. Denn heute habe ich mal wieder absolut abgefuckte und dumme Clips für euch, die euch in den absoluten Gehirntod schicken werden, okay? Und ja, wenn euch diese Ansage gefallen hat, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes mal kleine Frage, wie findet ihr meine neuen Sneaker? Ey, checkt mal diese neuen Drähte aus, die ich mir gegönnt habe. 500 Euro bei StockX. Hab mein halbes Vermögen dafür auf den Kopf gehauen. Ja, findet ihr die fresh oder sagt ihr eher, ich soll zurückgeben? Ja, falls ihr sagt, ich soll die zurückgeben und die sind Scheiße, dann habe ich reingeschissen. Ich habe die nämlich bei Temo gekauft und da gibt es leider kein Rückgaberecht. Aber wenn ihr mich fragt, ich finde die ziemlich fresh. Zum Glück hat es mich nicht so hart erwischt wie diesen Typ hier. Puter Bruder, yo. Also ich weiß, der hat auf jeden Fall auch bei Temo oder AliExpress bestellt. Puter. Na, das ist crazy, Bro. Das ist wirklich drip. Also ich fand meine davor auch schon crazy nice, aber das ist wirklich feierbar. Wow. Puter. Du puta madre. Pasa pa fuera. Yo. Damn, diese Schuhe gehen echt hart. Und auch perfektes Wetter hat er sich dafür rausgesucht, die zu tragen. Ich kann mir echt nichts Entspannteres vorstellen, als irgendwelche Schlappen zu tragen, während draußen die verdammte Welt untergeht. Und diese Socken auch so komplett durchgeweicht. Na. Egal, Hauptsache Puta steht vorne drauf. Ich weiß nicht, wer von euch ab und zu mal mit seinen Jungs in den Club geht. Ich gehe manchmal, aber in letzter Zeit eigentlich nicht so oft. Aber ich kann euch sagen, jeder Clubabend, der beginnt immer so zu Hause. So alle Jungs sind voll am Party machen, die bereiten sich schon vor. Der eine sagt, hey, Bruder, ich kläre mir heute locker so 2, 3 Chayas, die kommen mit mir nach Hause. Der andere macht auch so Ansagen, so, yeah, Bro, ich werde heute eine abschleppen und mit auf die Toilette nehmen. Noch im Club werde ich rangehen, vertraut mir mal, Jungs. Und ich kann euch ganz genau sagen, am Ende des Abends nimmt niemand von uns ein Mädchen mit nach Hause, ja? Die einen, die noch große Reden geschwungen haben, die haben an diesem Abend nicht einmal mit einem anderen Mädchen als der Barkeeperin geredet. Hey, O'Connor, wie viel machst du heute? 100! For real, genau so ist auch dieser eine Kollege von mir. Der macht richtig fette Ansage und dann im Club checkt er die Wetter-App. Ach ja, es ist immer das Gleiche. Aber ich will jetzt auch nichts sagen, ne? Ich bin auch einer davon. So, ich hab, bevor ich in den Club gehe, ich mache mir auch schon so voll die Hoffnung. Boah, ich treffe gleich meine Traumfrau da drin. Es wird richtig abgehen. Ich werde voll die legendäre Story erleben. Voll der heftige Partyabend. Und am Ende hänge ich nach 2, 3 Stunden wieder zu Hause auf meiner Toilette und bin am Kotzen. Jo, Abdul, wie viel Weiber sprichst du denn an? Sehr gut. Abdul. Wann? Oha. Ja gut, der ist immerhin ehrlich gewesen, ne, mit Zero, weil ich kann dir ganz genau sagen, der war im Club mit was ganz anderem beschäftigt als mit Mädels. Oh mein Gott. Ey, geht's dem noch gut? Plan aufgegangen. Also wenn der Plan war, dass der Typ nach 30 Minuten voll high für 3 ist, guck doch mal bitte in dieses Gesicht. Dann kann ich sagen, der Plan ist zu 100% aufgegangen, mein Bruder. Du hast es geschafft, du bist der Einzige, der ohne Versprechungen in den Club reingegangen ist und mit der vollen Ladung wieder raus. Abdul. Wann? Ich weiß nicht, was der alles im Kessel hat, aber der kann nicht mal mehr seine Augen kontrollieren. Der guckt einfach in 2 unterschiedliche Richtungen. Abdul, wann? Abdul. Wann? Abdul wurde mal ganz kurz auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der kann ab morgen wieder neu anfangen mit seinem Leben. Der hat alles vergessen. Der weiß gar nicht mehr, wer er ist oder wer seine Freunde sind. Okay, naja gut. Schick mal auf dieses Party machen, weil man muss ja auch nicht jedes Wochenende irgendwie auf die Piste gehen. Ja, man kann ja auch einfach mal an normalen Aktivitäten teilnehmen, die nicht irgendwas damit zu tun haben, dass man seinen Körper schädigt. Wie zum Beispiel sowas kann man machen an einem schönen Samstag. Ich verstehe gar nichts. Was ist das denn? Warum sind da diese Menschen in Schafskostümen und bücken sich so runter? Und warum... Hä? Ich habe so viele Fragen und ich glaube, keiner von euch kann mir die beantworten. Das sieht mir wirklich nach einem schönen Samstagsausflug mit der Familie aus. So ein bisschen die Schafe auf der Weide beobachten. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Was ist das für eine kranke Kacke? Wer sind diese Menschen und sind die freiwillig da? Oder wurden die von irgendeinem Menschenhändler gekauft und dann gesagt, hey, geht jetzt in diese Kostüme und macht mir da draußen eine geile Schafsshow? Ansonsten werdet ihr wirklich wie Schafe gekillt und geschoren.
Okay, sorry, ich weiß nicht, wo das herkam. Sorry, ich distanziere mich. Das ist natürlich nicht der Fall. Die machen das bestimmt freiwillig, weil sie Spaß daran haben. Aber jetzt mal ehrlich, wer zieht sich sowas rein? Also da sind ja wirklich Menschen da vorne. Guck mal der guckt so voll gespannt zu. Der hat bestimmt sich gerade da ein Lieblingsschaf rausgepickt und guckt, was es die ganze Zeit macht. Die Welt ist verloren, das war's mit uns. Das war's mit uns. Wenn das die Freizeitaktivitäten sind, an denen wir uns beteiligen sollen, nee, dann gehe ich doch lieber mit den Jungs in den Club und wir trinken so lange, bis wir alles vergessen haben. Weil das hier will ich auf jeden Fall so schnell wie es geht wieder vergessen. Das macht gar keinen Sinn. Er nimmt auch seine Rolle komplett zu ernst, ne? Chill, du bist kein Schaf, okay? Dein Arsch ist kein verdammtes Schaf, lass es. Okay. Come on. Das war eine Schaf-Aktivität, die man an einem Samstag machen kann. Und in den Club gehen ist auch keine coole Aktivität an einem Samstag. Nein, lasst es uns doch lieber alle nochmal versuchen. Und lasst es uns alle so machen wie dieser Typ hier. Hallo ihr Lieben, ihr glaubt nicht, was mir jetzt passiert ist. Nein, oh mein Gott, was ist dir denn passiert? Also erstmal muss ich sagen, das sieht mir schon ziemlich entspannt aus, so irgendwo auf so einem Rastplatz, Parkplatz und dieser Einweggrill. Und da liegt diese eine Wurst für diesen Typen drauf, die er sich gleich reinsnacken wird. Okay, fahre fort, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Gemütlich grillen, weil man meint, zum Männertag, man gönnt sich eine Grillwurst. Man geht kurz in die Tankstelle, um Brötchen zu kaufen und kommt zurück. Da liegen anstatt 5 Grillwürstchen nur noch 1 auf dem Grill. Nein! Was? Du wurdest beklaut auf einem Rastplatz, auf irgendeinem Parkplatz, wo du einfach nur deine Würstchen alleine dastehen lassen wolltest? Ja, natürlich wurdest du beklaut, Bruder, was wunderst du dich? Wer lässt denn auch seine Würstchen irgendwo draußen da stehen und grillen? Ich will nicht sagen, ne, das ist vielleicht unkorrekt oder so, aber wäre ich so auf dem Rastplatz mit meinen Jungs, wir machen gerade eine Pause und wir sehen da diese Würstchen. Also, natürlich gehen wir da hin und snacken uns eine Wurst einfach so und fahren dann direkt im Vollspeed wieder weg und lachen uns einen ab im Auto. Bruder, ich küsse ja dein Herz und so, ey, bestimmt voll der nette Typ, aber was erwartest du denn heutzutage? Ihr elenden, gottverfluchten Wichser, Kruzifix nochmal. Kann man nicht mal mehr sich erwischen grillen, ohne dass ein das gemaust wird. Ja, sag mal, Kruzifix nochmal, ihr elenden Wichser, ihr habt meine Würstchen geklaut. Bringt mir meine verdammten Würstchen wieder zurück, für die habe ich 3,99 € bezahlt und jetzt habe ich davon nichts mehr. Bringt mir die sofort zurück, ihr Wichser. Ihr Arschgesichter, Alter, ihr Kruzifix nochmal. Oh nein, der Arme, jetzt habe ich wirklich ein bisschen Mitleid, ey. Der wollte wirklich da draußen nur ein bisschen grillen alleine. Und irgendwelche Wichser haben seine Würstchen abgezogen. Das ist doch nicht mehr normal. An die, die mir meine Würstchen jetzt gemaust haben, die sollen euch doch im Halse stecken bleiben, ihr blöden Wichser. Bruder. Also, Bruder, ich kann dir sagen, die Würstchen, die stecken mir gerade nicht. Die stecken mir gerade nicht im Hals, Bruder. Die schmecken ziemlich gut, ja. Danke dir nochmal für die Würstchen, mein Bester. Danke dir nochmal. Joke, okay, ich mache natürlich nur einen Joke. Ich habe natürlich nicht seine Würstchen geklaut. Und falls doch, dann würde ich es niemals zugeben. Ey, der Arme, Mann, der tut mir jetzt wirklich leid. Aber guck mal, man soll sich ja auch trotzdem noch glücklich schätzen. Wenigstens haben diese Leute, wer auch immer das war, nicht alle Würstchen weggenommen. Die waren immerhin noch so korrekt und hatten noch so ein bisschen Mitleid und dachten sich so, ah, komm, wenn wir jetzt schon alles hier rippen, dann lass ihn doch diese eine Wurst. Lass ihn doch diese eine Wurst, die er sich reinziehen kann und dann hauen wir ab, komm. Immerhin, ja? Immerhin hast du noch diese eine Wurst. Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Du hättest zum Beispiel alle Würste verlieren können, ja, oder auch noch den kompletten Grill. Ja, man sollte sich glücklich schätzen mit den Dingen, die man noch hat. Und damit schickt man jetzt auf seinen verdammten Einweggrill. Selber schuld, wenn du auch deine Würstchen auf einem Einweggrill auf einem Parkplatz machen willst. Wieso machst du denn nicht einfach dein schönes Barbecue, deine ganzen Grillsachen, einfach hier so auf diesem Ding? Skibidi Asado. Okay, zeig mir mehr, Mann. Das ist wirklich Texas. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Video entstanden ist, aber ich würde mich 100% darauf festlegen, dass es in Texas entstanden ist. Nur Texas-Leute kommen auf die Idee, dass sie jetzt einfach Barbecue in ihrer Toilette machen, in ihrer Skibidi Barbecue Toilet. Oh Gott, was mache ich hier? Was sag ich hier gerade? Mein Kopf ist schon komplett matsch.
Aber das sieht schon lecker aus, ich sag dir ehrlich. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich bei meinem Onkel zu Hause bin und das sehe, safe, gib mir ein paar Würstchen her, gib mir ein paar Fleischbällchen her. Das schmeckt bestimmt mit diesem leichten Klo-Aroma. Wow. Eigentlich kennt man das so von so geilen Videos, wo so dieses Fleischsaft rausgepresst wird. Das Fleisch ist richtig am Drippen, das ist noch am Schwitzen, weil es so heiß ist. Und da drippt einfach das Toilettenwasser noch dran. Geh mir weg damit, geh mir aus den Augen. Naja, also da würde ich auch gerne mal so ein romantisches Date haben. Das würde bestimmt cool kommen, wenn du sie zu dir nach Hause einlädst und du sagst so, yo, ich mach Essen, und dann machst du dort einfach das Essen. Und wo wir gerade schon so bei romantischen Dingen sind, ach ja, ein Heiratsantrag soll ja mit eines der schönsten Dinge im Leben sein. Und der Mann, also in den meisten Fällen zumindest der Mann, gibt sich dafür immer extrem viel Mühe. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie der Typ das in dem nächsten Video gehandelt hat. Okay, also als kleine Info, dort hinten geht jetzt der Heiratsantrag ab, okay? Dieses Pärchen dort hinten, der Typ wird sich gleich hinknien und ihr den Antrag machen und sie die wichtigste Frage stellen. Willst du mich heiraten? Jetzt ehrlich? Wow. Oh my God, look at... Oh! Oh my God. Oh, Hölle, nein. Wie goofy ist er denn da weggekullert? Bro, der Typ hat seine komplette Aura zerstört. Wie unangenehm, Bro. Wie peinlich. Der rollt und kullert da einfach diesen Berg runter wie keine Ahnung was. Nein, 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 nein. Oh Gott, der Arme. Oh mein Gott, look at... Wie muss sich seine Frau dabei fühlen? Oder seine Fastfrau? Ich weiß nicht, ob es danach noch klappt. Die Arme denkt, sie bekommt gerade ultra den heftigen Antrag. Das wird der schönste Moment ihres Lebens. Oh mein Gott, er tut es endlich. Sie hat so lange drauf gewartet und doch schon tausende Träume gehabt, wie schön er es wohl irgendwann machen wird. Und dann das. Na, das ist f***ed up. Das hat die ganze Stimmung gef***ed, Bro. Ich könnte danach auch nicht einfach nochmal neu ansetzen zum Antrag. Das wäre mir so peinlich. Am Ende, ich sag euch ehrlich, ich glaube, seine Frau hat Schluss gemacht. Die konnte das einfach nicht mehr aushalten. Das war zu cringe für sie. Sie hat den Typen einfach verlassen, nur weil er einfach einen kleinen falschen Step zu weit links gesetzt ist und deswegen die Balance verloren hat und deswegen einfach so runtergekullert ist. Und was für ein Pech auch, dass natürlich dort ein Typ steht und die Sch*** in 4K filmt und dann auf TikTok hochlädt und das ganze Ding viral geht. Naja gut, Freunde, und falls ihr gedacht habt, es kann nicht noch schlimmer werden, keine Sorge, es wird noch schlimmer. Ich habe hier eine Dame mitgebracht für euch und ja, schaut einfach selber. Die Videoüberschrift ist 365 Bodies in 365 Tagen. Und für alle Analphabeten, 365 Körper, also Typen wahrscheinlich, mit denen sie was hatte, in 365 Tagen? Was? Bitte sag mir, dass ich irgendeinen Übersetzungsfehler habe oder so. So, I'm about to get railed by two guys, which is something I do quite often, if I'm honest with myself. And while I'm waiting for them to get here, I was just thinking, I'm on pace to hit 365 bodies in 365 days. And last year, I was excited when I hit 300 in a year. Ach du heilige Sch***. Ach du heilige Mutter Maria, bitte Gott bewahre, was gucke ich mir hier gerade an? But then this leaves me to think, what am I gonna do next year? 500, 600. I'm an ambitious woman. I need to make sure that I'm always striving for greatness. I need to be chasing bigger and better numbers and always surpassing my limits. Das kann die nicht ernst meinen, oder? Und tatsächlich noch einmal für alle voll Analphabeten, die überhaupt gar kein Englisch verstehen können. Keine Sorge, die Technologie heutzutage ist zum Glück in der Lage, das Video einfach 1:1 perfekt zu übersetzen. Und das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Also, ich werde gleich von zwei Typen rangenommen, was ziemlich oft passiert, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. Ah, chillig. Gleich von zwei Typen durchgenommen werden, aber vorher am Taxi nochmal kleines TikTok, kleines Instagram Reel für die Fans. Und während ich darauf warte, dass sie kommen, habe ich nachgedacht. Ich bin auf dem Weg, in 365 Tagen 365 Mal jemanden zu treffen. Na, das ist f***ed up, oh. Diese Welt ist wirklich verloren. Was für 365 Typen in 365 Tagen. Wie ist sowas überhaupt möglich? Das heißt, du triffst ja gefühlt jeden Tag... Was? Das heißt, sie trifft ja wirklich jeden Tag einen anderen Typen. Und manchmal so, wenn sie sich einen Tag Pause nimmt oder zwei, muss sie halt einfach danach drei Typen gleich an einem Tag nachholen.
Na, das ist crazy. Sie ist eine straight up Dart, wie sie im Lehrbuch steht. Wie ist sowas? Wie kann man. Ich habe so viele Fragen, ich lasse es einfach. Und letztes Jahr war ich aufgeregt, als ich 300 Mal in einem Jahr geschafft habe. Ach so, letztes Jahr nur 300 Mal in 365 Tagen. Das heißt, du hattest tatsächlich an 65 Tagen keinen fremden Schwanz. Ja, cool. Darauf kannst du echt stolz sein. Aber dann lässt mich das darüber nachdenken. Was werde ich nächstes Jahr machen? 500, 600. Ich bin eine ambitionierte Frau. Ich muss immer nach Größe streben. Ich muss immer höhere Ziele verfolgen und meine Grenzen überschreiten. Ey, das kann dir nicht ernst meinen, bitte. Ich drehe mich hier gerade um. Wo ist die Kamera? Wer hat dieses Video gemacht und meint das nicht ernst? Ich hoffe wirklich, dass ihr das nicht ernst meint, aber ich glaube schon, dass ihr die Scheiße komplett ernst meint. Und sie packt das alles unter diesen Deckmantel so, ah, ich bin eine ambitionierte Frau und ich will immer wieder neue Ziele setzen und sie dann erreichen. Ja, okay, viel Spaß nächstes Jahr mit den 500 Typen und danach mit den 600 und danach mit den 1000 Typen in einem Jahr. Das bedeutet dreimal Scheiß an einem Tag. Oh, what the fuck? Ach ja, nichts für ungut, Leute, aber die Welt ist tatsächlich verloren. Also, dieses Video hat es mir noch einmal ganz deutlich aufgezeigt, das war's mit der Welt. Social Media sorgt einfach dafür, dass solche Personen so ein Leben führen und das dann in die Öffentlichkeit tragen. Also, sie will ja wirklich gerade flexen. Sie ist ja straight up am Flexen vor mir, dass sie 365 Typen in einem Jahr gehabt hat. Nein, Mädchen, das ist kein Flex. Oh Gott, aber ja. Falls du nächstes Jahr noch nach einem suchst oder so, falls du einen Tag nicht vollkriegst, meld dich bei mir, ja, meld dich bei mir. Ey, ihr kennt doch alle bestimmt dieses legendäre Meme-Video von diesem kleinen Jungen im Bus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ja, genau das. Ich muss raus. Und das ganze Drama damals wäre wahrscheinlich gar nicht entstanden, hätte dieser kleine Junge einfach lieb gefragt. Nicht, ich will raus, ich will. Denn Willkinder kommen in den Keller. So hat das meine Mom mir früher immer zumindest beigebracht. Die hat mir miese Paranoia eingejagt, als ich will gesagt habe. Die hat mir immer wie so ein Dämon gesagt. Willkinder kommen drüben bei Onkel Herbert in den Keller und müssen dort schlafen. Und ich dachte mir so, yo, okay, chill. Ich habe einfach nur will gesagt, okay? Aber ja, genau, was wäre eigentlich passiert, hätte dieser kleine Junge damals höflich gefragt? Zum Beispiel so. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, aber dürfte ich Sie höflich bitten, mir zu gestatten, den Bus an dieser Stelle zu verlassen? Es würde mir sehr entgegenkommen, da ich rasch nach Hause gelangen muss. Was schaue ich mir hier gerade an? Oh Mann. Wieso? Wieso ist dieser kleine Junge jetzt auf einmal zu so einem Allmann geworden? Zu so einem Professor, der gerade an der Uni studiert? Es würde mir sehr entgegenkommen, da ich rasch nach Hause gelangen muss. Da ich rasch, Bruder. Hab noch nie einen echten Typen gehört, der gesagt hat, rasch. Bro, ich muss rasch dahin. Lass jetzt mal rasch. Komm, wir müssen rasch jetzt dahin. Ach, dieses Video ist die absolute Gehirnzellenschmelzung. Ich halte das nicht mehr aus. Und machen wir direkt weiter mit dem nächsten deutschen Kulturgut. Da ist mein Freund. Er tut schon wieder. Hier sehen wir eine Aufnahme mitten in der Innenstadt von Duisburg. 12.33 Uhr am Mittag. Er tut schon wieder Handysüchteln. Sag Servus, hallo, grüß euch. Servus, moin, Alter. Der Bruder ist gut drauf, ich sag dir ehrlich. Und er ist auch gerade ein bisschen am Handysüchteln. Wer kennt's nicht? Am Handysüchteln. Und da bin ich mit meiner Hand. Ha. Ha, Lachflash. Lachkick. Hab grad richtig Lachkick hier zu Hause gehabt mit der Hand. Ja, mit der Hand. Der Typ daneben hier, der kriegt wirklich Lachflash einfach. Das war gerade bester Joke seines Lebens für ihn. Und er mit seinen Ohren und ich mit meiner Hand. Er mit seinen Ohren und sie mit ihrer Hand. Bitte. Na, die. Was schaut meine Freundin an? Wo soll ich gleich aufstehen und dir hinterherlaufen? Weißt du? Wo kam der denn jetzt her?
Der Typ geht direkt auf 180 und macht irgendeinen anderen an, weil er gerade irgendwie da am Gehweg stand und wahrscheinlich mal kurz rüber geguckt hat. Ey, Bro, chill, okay? Chill, ja. Ich habe deine Freundin nicht angeguckt, weil ich mir sie klären wollte oder so, okay? Komm runter, Bruder. Ich habe einfach nur mal ganz kurz hingeguckt, wie so ein normaler Mensch. Leute, es tut mir gerade wirklich leid, ja, für die letzten paar Minuten nochmal. Das hat ja gar keinen Sinn ergeben. Was war das denn für ein Video? Das war, ja, das war Classic Duisburg. Irgendwelche zwei, ich will jetzt nicht sagen, aber die sind bestimmt bei der arbeitslos. Die chillen draußen auf einer Parkbank, der eine ist am Handy süchteln und direkt kommt irgendein anderer und sofort wird Stress gemacht. Ey, was guckst meine Freundin an, Alter? Soll ich dir eine klatschen, Bruder? Wir sind hier in Duisburg, Mann. Meine Hut, wir machen das hier nicht in Duisburg, okay? Ja gut, und damit würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder, meine lieben Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch alle Gehirnzellen habt, dann lasst, ja, dann lasst einfach, ja.